Letzter Schultag vor den Winterferien. Es gab Zeugnisse an der Oberschule in Glöwen bei Plattenburg. Von der 1. bis zur 10. Klasse für 182 Kinder aus der Region. Die kleine Landschule ist die letzte Oberschule im ländlichen Raum in Brandenburg und kämpft um ihr Überleben. Schulleiter Werner Krüger ist heute froh um jeden einzelnen Schüler. Wenn Familien wegziehen, wenn Industrie, wenn Arbeitsplätze wegfallen, ziehen junge Leute in der Regel weg. Dann können wir noch so viel anbieten und tun und machen. Wenn keine Schüler da sind, dann können wir unseren Job als Lehrer schlecht ausführen. Die Bildungseinrichtung ist ein Gradmesser für die Entwicklung im ländlichen Raum. Keine Schüler, keine Schule. Dabei dürfe gerade der ländliche Raum nicht noch mehr an Angeboten verlieren. Wenn eine Schule geschlossen ist, dann geht auch Leben aus dem Dorf raus. Dann haben die jungen Familien, die sich jetzt langsam wieder in die Prignitz orientieren, auch keine Veranlassung, nach Glöwen zu ziehen zum Beispiel. Die Prignitz hat schwere Zeiten hinter sich. Seit der Wende sind rund 35.000 Menschen, ein Drittel der Bevölkerung, abgewandert. Wie viele Regionen im Osten hat auch die Prignitz nach wie vor viele Probleme. Im Jahr der Landtagswahl gehen SPD und CDU im Bund in die Offensive Ost. Wir wollen die Lebensleistung der Ostdeutschen anerkennen. Das heißt aber auch ganz konkret, es müssen eben die Ungleichheit bei Löhnen, bei Renten und vielen anderen Sachen beseitigt werden. Aufarbeitung, Anerkennung, Aufbruch ist der Schlachtruf der SPD. 30 Jahre nach Mauerfall klingt das bei vielen nach Wahlkampf. Die SPD braucht Wähler und muss sich um die Wähler kümmern. Das kommt viel zu spät. Also ich meine, die Leute arbeiten ja hier in den meisten Berufen genauso wie die im Westen. Besonders die Leute im öffentlichen Dienst, Krankenschwestern, Polizisten und alles. Das ist ja haarsträubend, was man da hört. Die Menschen in der Prignitz wollen keine Worte, sie wollen Taten. Zum Beispiel fehlt es an der Infrastruktur. Die A14 ist Dauerärgernis, weil Langzeitbaustelle. Seit 10 Jahren warten sie in Wittenberge auf den Autobahnanschluss. Auch Spediteur und Stadtverordneter Detlef Benecke. In der Hoffnung auf die A14 haben sich große Unternehmen in Wittenberge angesiedelt. Wir können uns das nicht leisten, dass hier Großinvestoren wie die, die nur hier in Wittenberge sind, das zieht sich ja hier über die ganze Region hin, dass die wieder abhauen, weil wir keine Autobahn haben. Ein 32 Kilometer langes Teilstück fehlt in Brandenburg. Die Verbindung nach Sachsen-Anhalt. Der Stadtverordnete hat schon viele Versprechen gehört. Getan hat sich nichts. Viel Zeit, um Vertrauen aufzubauen für die Zukunft, für die nächste Wahlperiode, haben unsere Politiker nicht. Wir erwarten jetzt wirklich konsequent Entscheidungen. Abgehängt und vergessen fühlen sich die Menschen in der Prignitz nicht, aber sie erwarten deutlich mehr als eine Offensive. Sie erwarten, dass sich wirklich was tut.